weiter geht es mit einer neuen packenden Folge Resident Evil 4 das Remake. Freut mich, dass du da draußen wieder mit am Start bist und natürlich auch ein Dankeschön an all die Menschen da draußen, die das letzte Video mit einer Bewertung unterstützt haben. Es geht weiter, Leute, Gewinnspiel läuft, einfach nur bewerten und kommentieren mit eurem Discord-Namen. Zu gewinnen gibt's dieses Spiel hier, PC, PlayStation oder Xbox, völlig egal. So, wir schauen hier mal rein. Aufzeichnung des Dorfes, Band 3. Datum 10. Oktober. Das Wetter ist merkwürdig in letzter Zeit. Der Weizen verdorrt und die Kühe werden mager. Datum 8. Dezember. Erste Anzeichen einer Hungersnot. Umstreitbar fehlen uns die Mittel, die Felder zu bestellen. Aber Lord Sattlers Befehlen sind absolut. 30. Januar. 30 Dorfbewohner verhungert. 5 Kühe zur Schlachtung vorgesehen. 11. März. Die Patriarchen haben sich für eine Auslosung versammelt. 6 weitere für Lord Sattler auserwählt. 8 weitere heute. 4 weitere heute. 11 weitere heute. 2 Ortsfremde haben sich ins Dorf verirrt. Wir haben sie für das Ritual zum Altar gebracht. Heute keine Auslosung. Okay, die haben also Bauern geopfert. Ey, das ist wie im Mittelalter hier, ne? Und wir spielen in der Modernen. Ja, es ist nicht irgendwie im Mittelalter, das alte Spanien, die Pest tobt, die Kühe verrecken, die Menschen verhungern. Nö. Na, sieh mal einer an. Was haben wir denn hier? Und die Tür hier drüben ist zu? Nee, die ist offen. Das war das Buch, das wir gelesen haben. Na gut, schauen wir uns das Ding mal an. Ich find's immer geil, wie er durch die... Oh, können wir nicht hin? Können wir nicht hin? Ich find's immer geil, wie aggressiv er durch Türen geht. Bam! Du dumme Sau. Du blöde Tür. Get out of my way. So, wir sind in Kapitel 3. Speichern wir mal Kapitel 3. Spiel speichern. Oh, haben wir schon. So. Das Ding sieht irgendwie unheimlich aus, als wäre da jemand drunter. Oh, guck mal, hier liegt noch eine Handgranate rum. Habe ich die wirklich übersehen? Was man nicht alles finden kann, ne? Wenn man gründlich spielt. Oh, schau mal hier. Da hat jemand noch ein Ei vergessen. Ein leckeres, köstliches Ei. So, da hinten haben wir es geöffnet. Das war mit der Kristallkugel. Das waren Bilder, die haben wir auch untersucht. Toilette haben wir auch untersucht. Hier vielleicht? Ja. Einen Ruby. Okay, wir können sogar hier wieder raus. Würdet ihr ins Klo langen, wenn da ein Rubin drin ist? Würdet ihr es tun oder würdet ihr sagen, nee, Alter, vergiss es. In das Gemeinschaftsklo lange ich nicht rein. Das tue ich mir nicht an. Oh, nee. Oh, nee. Du Armer. Oh, was für ein schönes Tier. Pass auf dich auf, Kleiner. Tja, pass auf dich auf, Kleiner. Pass auf dich auf. So. Der magische Sattler-Schlüssel. Tja, dann verlassen wir wohl die Villa Mendes. Von hier bin ich gekommen. Okay, hier ist nichts. Ich weiß gar nicht, kann man hier Sachen runterschießen? So wie in Teil 5?
Da waren ja Steinchen. Zum Beispiel an der Felswand oder sonst irgendwo. Boah, hier drin ist aber ganz schön dunkel. Da konnte man die runterschießen und hatte halt, ja, einen Schatz. In der Diamantenmine zum Beispiel, in Teil 5, gab es ja super viele solche Dinge. Und wir haben gelernt, Kevlar wird aus Fledermaushaut hergestellt. War da was? Nee. Aber da oben ist jemand. Oh, ich glaube, die Party, die geht gleich weiter. Alter, ich habe ja gar keine Munition. Ich habe ja gar nichts. Was wäre, wenn ich den Hund jetzt nicht befreit hätte? Oder vielmehr den Wolf. Was wäre da passiert? Achtung. Kostet mich eine Kugel. Ich hoffe, du hast geilen Loot. Ich höre noch einen. Das ist jetzt wieder das Dorf vom Anfang. Oh, der Polizist hat man entfernt. Yep, der ist weg. Wow. Wow. Oh nein, besessene Wölfe. Oh, der schlimmste Feind, den man sich vorstellen kann. Oh Gott. Das wird laut. Er schiebt mich rein. Der Sack. Okay, die sind auch neu. Die gab's garantiert nicht damals. Oh mein Gott, wie viele sind das? Langsam habe ich genug. Alter, wie die aussehen. Boah, haben die Kugeln gefressen. Cool, infizierte Wölfe. Okay, das ist auch komplett anders als im Original. Also die Wölfe gab's nicht. Oh nein, das ist eine Bärenfalle. Ey, ich hab sie noch gesehen und dann war der Fuß irgendwie schon drin. Die Dinger, ne? Machen mir das Leben echt schwer. Es wird Zeit für ein Gewehr. Oh, verdammt. Was sind das für Geräusche? Achtung. Irgendwas piept da drin. Okay, warte. Warte. Warum ist da jetzt eine Sprengfalle? Kann man die eigentlich auch wieder aktivieren? Nee. Wow, 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 wow. Ich hab kein Messer. Ich hab kein Messer und die hackt mir voll ins Gesicht. Oh Gott, Großmutter. Oh no. Weißt du was? Kein Bock. Kein Bock, jetzt da wieder 20 Kugeln drauf zu jagen. Warum war da jetzt noch so eine Nana, die unbedingt Stress wollte? Verdammt, Nana. Verdammt. Oh, nö. Okay, Chaos. Bam. Ach, bleib doch einfach liegen, Bro. Ey, das gibt's nicht. Alter, wie viel hält der denn wieder aus? Okay. Jetzt will ich natürlich wissen, was da drüben in der anderen Hütte abgeht. Hier lohnt es sich wenigstens, die Zombies zu töten, weil sie halt Loot haben. Diese Dose, Mann. Diese Dose.
No bueno. Das ist so übel, ne? Okay. Okay, ist RIP. Das ist alles für 300 Peseten. Vorsicht. Erstmal schön den Stecken hier gezogen. Da könnte was drin sein. Ist es aber nicht. Hier war die Shotgun. Er dappt erstmal hier hardcore raus. Wer stöhnt denn hier rum? Ach, hier. Der alte Michel da hinten. Als ob, das war doch... Was nicht? Na gut. Und so, dann geht's wohl wirklich hier durch. Na, die treffe ich eh nicht mehr. Alter, die Kugel zerlegt den Schuppen da hinten noch. Bleib tot, Oma. Bleib tot. Nice, hier ist noch ein edles Kraut. Lass mal mischen hier. War mal noch ein Double Kraut. Das verwende ich gleich. Das reicht hier. Hier geht's rein in die Kirche. Da unten war noch am Brunnen eine Leiter. Ha. Huh. Ich hoffe, ich versäume die Leiter nicht. Boah, eine Schlange. Oh no. Ja, die gab's auch. Die geben Eier. Okay. Ich bekomme eine Viper. Die haben doch damals auch Eier gegeben, die Schlangen, glaube ich. Es gab Schlangeneier. Oder war das Teil 5? Teil 5 definitiv. What the heck? Alter, was ist das für ein riesiger Schädel da hinten? Ey, das sieht geil aus, der Nebel, ne? Die haben eine Nebelmaschine, die Partybauern. Die wissen, wie man Party macht. Wen haben wir denn hier? Lord Sadler. Das ist er. Der alte Kultkönig. Lord Sattelhans. Schlaf selig und gedeihe, mein Kind. Wenn dein Körper deinen Kleidern entwächst, so werde deine Mutter dir neue nähen. Mit 7 Zentnern Weizen und einem halben Stier pro Tag bist du deiner Krippe entwachsen. Gedeihe, mein Kind, um deiner Brüder und Schwestern willen, die es nicht mehr können. Was haben die hier getrieben? Ja, der ist auf jeden Fall gedeiht. Ich kann mir schon vorstellen, wer das ist, aber ich, wie gesagt, ich werde nicht so... Ich werde nicht spoilern und euch nicht den Überraschungsspaß am Spiel nehmen. Ich habe schon so eine Theorie. Alter, wie viele... Das sind ja hunderte von Schädeln. Wie viele haben die hier abgeschlachtet? Okay, dann geht's hier wahrscheinlich weiter offiziell. Ich denke, hier geht's offiziell weiter, also gehen wir mal rüber noch zum Partybrunnen. Na, hier war noch was. Hui! Boah. Hier ist ja alles ekelhaft. Wirklich alles.
Hier geht's wieder hoch. Wo bin ich jetzt? Im Dorf. Oh nee, da, oh Gott, diese Bären fallen. Diese verdammten Bären fallen. Aber sie machen keinen Schaden, was ich irgendwie sehr gentle finde. Obwohl es eine fucking Bärenfalle ist, Alter. Wenn du da reintrittst, das reißt dir den halben Fuß ab. Aber trotzdem, sehr, sehr gentle vom Spiel. Du bekommst keinen Damage. So, ich hab hier alles mitgenommen, oder? Riesengorgo hier drüben sagt ja. Ah, guck mal hier, mein alter Kumpel. Händlertipp, die vernünftige Entscheidung. Hast du es satt, dass dir ständig die Munition ausgeht? Dann habe ich da was für dich. Den Bolzenwerfer. Du kannst verschossene Bolzen einsammeln und wiederverwenden. Besser kann man sein Geld gar nicht anlegen. Und vergiss nicht, dir auch die Rezeptur für Bolzen zuzulegen, damit du deine überzähligen Messer in, du ahnst es, Bolzen verwandeln kannst. Verschwende nie wieder einen Gedanken an Munition. Und das ist noch nicht alles. An den Bolzen kannst du Annäherungsminen als Minenaufsatz anbringen und die Waffe so quasi zum Minenwerfer umfunktionieren. Schieße sie direkt auf einen Gegner und sie explodieren auf der Stelle. Schieße sie auf Oberflächen und sie werden zur Annäherungsmine. Du verlierst den Bolzen, aber das ist es jedoch allemal wert. Okay, der Bolzenwerfer scheint ja die mega super ultra Waffe des Spiels zu sein. Das könnte dir gefallen. Aha, okay, ich bin ganz ohr. Aber erstmal brauche ich hier noch ein bisschen Geld und hier gibt's noch einen Auftrag. Ein guter Freund ist schwer krank und ich würde ihm gerne ein paar leckere Vipern servieren, bevor es mit ihm zu Ende geht. Wäre jemand gewillt, mir zu helfen? 3 Vipern verkaufen? Gebiet, egal. 4 Spinelle. Fortschritt 0 von 3. Hab doch eine Viper. Achso, ich muss ja auch noch verkaufen. Gut. Willkommen. Ich hab was Neues für dich, Partner. Was hat er denn Neues? Preisreduzierte Ware. Ich garantiere dir, du wirst deine Investition nicht bereuen. Okay. Das ist aber nur gültig in dem Kapitel jetzt. Sonderangebot. Ich brauche einen größeren Koffer, ne? Ich brauche einen größeren Koffer. Ein bisschen mehr Platz hat noch niemandem geschadet. Genau die richtige Größe für dich. Ist der Bolzenwerfer wirklich so mega doch, hammer pervers was kann geil? Ich für dich tun? Angenehme Reise. So, Koffer ist größer. Ich habe kein Gewehr im Moment. Ich könnte die Gewehrsachen zwischenlagern. Also, ich will eigentlich das hier... Ach, das kann ich nur wegwerfen. Uff, okay. Weil ich dachte schon, das macht ja das Spiel schon irgendwie deutlich einfacher. Sollen wir das mal verstauen? Weil wir hier so ein Lager haben. Aber er schleudert das wirklich weg. So, kleines Lager umräumen Activities. Bringen wir mal ein bisschen Ordnung in die Bude. Dann hole ich mir diesen Bolzenwerfer, der ja so super geil sein soll. Hey. So, passt da oben Bolzenwerfer rein? Versuchen wir es. Willkommen. Willkommen. Also, du bist das neue mega geile Ding. Komm mal her. Diese Waffelkauf braucht nicht nur das nötige Kleingeld, es braucht auch Eier. Ich hab Eier. Ich hab riesige, fette, saftige Super-Eier, Kumpel. Und ich muss sie wirklich herstellen? Anscheinend. Meine Waren sind in einem Top-Zustand, das versichere ich.
Boah, 6000 will er dafür. Was gibt's denn beim Tauschgeschäft Neues? Ein gelber Diamant. Kräuter sind eine feine Sache. Man kann damit heilen, töten, einfach alles. Eine Waffe den eigenen Bedürfnissen anzupassen. Boah, hat etwas Künstlerisches, nicht wahr? Mhm. Informationen sind heutzutage... Stirb mir da draußen nicht. Du redest verdammt viel, Bro. Du redest verdammt viel. So, ich habe jetzt halt... Was brauche ich denn dafür? Ach, da braucht man Messer, ne? Da braucht man Messerchen. Ich verkaufe dir nicht zufällig. Leider nein. So, warte mal. Ich will den trotzdem testen. So, bitteschön. Das ist er. Ich kann zwar die Bolzen wieder einsammeln und kann mir kreative Sprengbolzen zusammenschustern. Die Viper lasse ich jetzt mal noch im Inventar. Ich könnte sie verkaufen. Ja, ist mir bewusst, aber wir lassen sie mal drin. Was ist das da oben denn? Ein Wespennest oder was soll das sein? Oder ein Korb? Ha, Gewehrmunition. Ja, das Gewehr muss kommen. Das ist eine super stronge Waffe. Habe ich sehr, sehr gerne gespielt. So, wie es weitergeht in der nächsten Folge. Bewerten, kommentieren und so weiter und so fort. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen und